Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Battle Brothers. Wir sind hier letztes Mal stehen geblieben. Was müssen wir machen hier? Deliver Cargo to Adelmar. Ist das Karawane? Oh ja, ist Karawane. Stimmt, wir waren bei der Karawane stehen geblieben. Oder? Nee, ich muss selber was irgendwo hinbringen. Genau. Ja, ich erinnere mich. Wir haben echt ein geiles Team. Also, man muss schon sagen, das ist schon ein sehr, sehr guter Trupp nach 25 Tagen. Am besten natürlich eher eine 3 Sterne auf Melee Skill. Alter, wie krass ist das denn? 3 Sterne auf Melee Skill. Der wird so krank rasieren. Den können wir auch eigentlich mal was anderes geben. Jetzt, ich habe ja ein paar. Ich gebe dir mal einen Cleaver. Ist ganz geil eigentlich. Dann kann er nach hier vorne. Auch schon Level 4, der geht ab. Einen besseren Hut habe ich, glaube ich, gerade nicht. Ein besserer Hut wäre geil. Der geht ja auf Nimble auf jeden Fall. Der wird crazy gut, ich sage es euch. Ja, bringen wir mal weg. Heute Plan ist, auf jeden Fall noch einen geilen Pro holen. Mehr Geld sammeln. Und leveln. Vielleicht kriegen wir heute schon einen auf Level 8, 9, 10 so. Das wäre ganz nice. Ja. Ja, ansonsten. Vielleicht suchen wir nochmal einen heftigen Dude, vor dass ich auch mit ins Team kann. Oha, 9 Stück. Das können wir schaffen. Speichern, das machen wir. Das schaffe ich. Das sollte der Trupp eigentlich hinkriegen. Abfahrt. Im Gebirge kann... Oh, guck mal, ich habe einen super Platz. Ah, es kann sein, dass die nicht kommen, weil die Poacher haben, ne? Ich warte mal. Ja, die stellen sich da auf. Wieso geht der... Also einen komischen... Wieso komme ich da nicht hin, aber da, ey? Belia, schafft er das? War klar, dass der abhaut, aber nach unten ist nicht schlimm. Nach unten treffen die gar nichts. Wenn die nach unten gehen, treffen die wirklich gar nichts mehr, weil die können nicht von unten nach oben schießen und treffen. Er hat auch gar keine Chance mit seinem kleinen Dolch da. Wir haben hier den aber festgesetzt, das ist sehr gut. Ah, die können wechseln, als ob er trifft. 17% Chance und er hat getroffen. Es geht schon wieder da weiter, wo es aufgehört hat. So, du machst den. Was? Du machst den weg. Du machst den weg. Du gehst auf den. Nicht getroffen. Ja, also gegen Thux, muss ich sagen, sind wir mittlerweile richtig gut. Der Trupp ist richtig gut gegen Thux. Gegen diese Billo-Gegner hier. Na, der wollte mit der Keule. Das ist ja so ein Maze, damit kann man... betäuben, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Okay. Ja, das kannst du vergessen. What the fuck? Ja klar, und der trifft den 40er. Also hier geht schon, hier geht, also das, ja, ja. Ja, der macht die Biege.
Sag ich ja, easy. Sebe und Skoppel Level Up. Geil. Geil. So, die haben wir schon Speer gegeben. Du wirst einfach deppen. Du wirst ein Battleforge Tank. Ein Battleforge Tank einfach. Was anderes musst du nicht können. Tank einfach dein Leben. Und du wirst ebenfalls Battleforge, weil ihr könnt leider nichts anderes. Du hast schon Speer, du kriegst noch Shield Expert. Ja, das einer Rolls tun halt auch übel weh, ne? Sehr nice. Sehr nice. So kann es weitergehen. Super Start. Hä? Wieso ist da kein Zeichen dran, da ich da hin muss? Wieso ist hier kein Zeichen dran, da ich das hier... okay. Ich muss auch einen Rally the Troops beibringen. Vielleicht finden wir irgendwo einen günstigen Level 2er. Obwohl, nee, es geht gar nicht auf Level 2. Scheiße, auf welchem Level geht das? Level 3 erst. Gebe ich gleich irgendjemandem einfach. Follow the thieves' tracks and return your cargo. Alter Schwede, wo soll ich denn wissen, wo ich hin muss? Keine Ahnung. Bei der letzten Folge habe ich mir nicht gemerkt. Habe ich mir nicht gemerkt. I'm sorry. South of Orenbach. Das sollten wir wohl hinkriegen, oder? Sagst du, Few bring Raider. Speichern. Raider ist gut, die haben halt gute Ausrüstung, die ich brauche. Apropos Ausrüstung. Ey, diese Scheißhelme, damit kann ich halt null anfangen. Okay. Gucken wir mal, wie das wird. Die haben keine Ranges, das heißt, sie kommen auf mich zu. Das ist ganz gut. Das heißt, ich kann mich hier ein bisschen verbarrikadieren. Ich könnte sogar auch... Nee, wir bleiben hier. Hier ist gut. Wieso kommen die nicht? Die kommen nicht. Gut, nicht getroffen. Der wäre auch ganz, ganz böse gewesen, bin ich ehrlich. Aber ich meine, hier ist eine Engstelle. Da ist egal, ob das 20 sind. Ich mache die alle hintereinander weg. Guck mal, wie die abhauen. Also wenn ich jetzt mir hier schon wieder die Prozent angucke, ne? 59, na klar trifft der. Ja, aber die machen hier hinten ja gar nichts. Die laufen nur dumm rum. Oh, guck mal, der hat eine Verletzung. Das ist super. Weg. Oha. Ja, so nämlich. Genau so. Da will der außen rum. Nee, komm, bleib mal stehen.
Das war dumm von dem. Jetzt kann er nicht abhauen. Weg mit dem. Weg mit dem. Ihr seht, ne, selbst gegen Raider schon keine Probleme mehr. Der Trupp ist echt gut. Also vor allen Dingen so früh im Spiel ist der Trupp wirklich sehr gut. Der Trupp ist übel gut. Alter Schwede, ist der Trupp gut. Steven, level up. Keinen Helm bekommen. Das ist echt schade. Berserk. Dem brauchst du. Eins. Aber das war super. Super Kampf wieder gegen Raider. Vielleicht kann ich jetzt gut verkaufen. Nee, 15 ist schlecht. Den Müll kann ich verkaufen, aber sonst nix. Ja, die ist gar nicht schlecht. Ich glaube bestimmt einen Bro, der die benutzen, gebrauchen kann. Ja, 50. Du kriegst die. Zwölf und fünf. Ja. Haben wir irgendeinen Bro? Nein. Dann gehen wir jetzt mal wieder nach Sing oben. Sing nach oben. Also der Trupp, man muss wirklich sagen, Tag 34, ne? Der ist so verdammt gut, was wir hier schon wegmachen mit dem Trupp. Das ist wirklich, 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 wirklich gut. Kann man nicht anders sagen. Das ist sehr lucky alles gelaufen. 14 ist schlecht. Raus. Weinburg, Abfahrt. Es ist ein weiter Weg, aber es wird sich lohnen. Wenn wir erstmal hier unten in unserem magischen Bereich kommen. Sunbrig und Zax, die machen wir weg. Da speichere ich nicht mal vorher. Die machen wir so weg. Sechs Stück, die machen wir so weg, Leute. Die kommen sogar noch aggressiv, oh Mann, witzig. Die sind tot. Keiner von denen hat einen geilen Helm, das fuckt mich ab. Na gut, dann ist das so. 80% nicht getroffen, okay. Dann ist das so. Ich habe die extra alle angefragt, damit Steven direkt zwei killen kann. So nämlich. Damit Steven direkt Max-Level wird. Oh, scheiße, den habe ich ja... Ich bin einfach weggelaufen von dem. Ups. Den habe ich gar nicht mehr gesehen. Hoppala. Egal. Sieht nicht nach Dragon Ball aus. Scheiße! Habe ich nicht die Kategorie geändert? Sechs Nachtseher? Ach, scheiß drauf. Clickbait. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte die Kategorie gewechselt, ehrlich gesagt. Aber jetzt müsste die Kategorie gewechselt sein, Marco. Danke für die... Danke fürs Aufpassen. Ist okay. Boah, Speer.
Boa-Speer. Wir haben beide schon Boa-Speer. Ab nach Sing oben. Jetzt sieht's richtig aus. Okay, perfekt. So, jetzt endlich nach Sing oben. Da sind wir nämlich richtig krass allied. Komplett enger allied. Da jeder, da wird's richtig Kohle prasseln. Aber schon wieder 5k. Jetzt, also ihr seht, ne, das mit dem Geld, das geht also auch übel schnell. Zack, zack, zack. Die kosten auch gerade nur 140. Also jetzt gerade ist so eine richtig geile Phase. Die muss ich richtig ausnutzen. Egal was es ist, ich mache es. Ich mache es. Undown. Or Terrorize. Sind bestimmt die hier, ne? Das sind bestimmt irgendwelche. Da, neun Nachzehrer. Speichern, dann baller ich die weg. Das. Ja, Steven hat jetzt Berserk und so. Das ist wirklich, das ist gar nichts mehr. Selbst Level 3er würde ich jetzt schaffen. Draufstellen. Jetzt wird er zwar von dreien getroffen, aber wirklich die Level 1er, die mache ich im Schlaf. Das ist nichts mehr. Das war frech. Zweimal eine 50er getroffen. Was? Die treffen ja alles. 40% zweimal getroffen. Wieder 40% getroffen. Wieso treffen die so oft? Was? Das ist ja verarsche. Guck mal, wie kaputt er ist. Alter Schwede, hat er gelitten. Der müssen wir raus. Der ist ja komplett kaputt. Hoffentlich haben wir hier einen Tempel. Ja, ein Nebengehen ist immer gut. Aber wir haben keinen Tempel hier. 19 ist super. Sattelfeste. Gibt's da einen Tempel? Ja. Nee, gibt's keinen Tempel. Scheiße, wo ist der Tempel? Da ist ein Tempel. Da müssen wir als nächstes hin. Oh, hier kann man bestimmt was Gutes kriegen, oder? Eberhold. Adventurous Noble. Den würde ich mir gerne mal anschauen. Tatsächlich. Oder wenn wir machen Training Hall. Ich glaube, wir machen lieber Kohle in Training Hall, oder? Ist wichtiger. Schön leveln. Wir hatten keine Mission, ne? Ja. Das könnte ich mir auch mal angucken hier. Wie lange ist er denn verletzt? 2 bis 6 Tage. Monument to Hopelessness. Steht nicht drin, was drin ist.
bisschen Angst. Aber ich würde sie voll gern angucken. Dead. Eine Krypta. Nee, nee, das sind nämlich untoten Scheiß, Nekromanten Scheiß. Geister, Kack. Bloß nicht, lass mich in Ruhe damit. Die Karawane, das sieht schon eher nach mir aus. 3000. Na, was günstiges? Was günstiges, gutes? Eine Farmhand oder so? Caravan. Ah, 500 ist teuer. 300 ist schon eher. Nehme ich mal mit. Scheiße, ist der scheiße. Alter, schwer ist der Kack. Alter, ist der schlecht. Leben ist okay, aber... Nimble... Mit einem auf... Oh, zwei, ja. Der 20-30. Der hat gute Initiative. Wir können... Das könnte ein Nimble Tank werden, aber gar kein Angriff. Ist halt wieder... Der ist echt Rotze. Das ist wirklich Kacke. Okay, Abfahrt. Wie lange bist du noch? 1 bis 3 Tage. Aber ich meine, 4000 Kronen waren das, sind das jetzt, ne? Die schmecken übertrieben, aber ich glaube, wir müssen bis ans Ende der Welt, ja. Bis dahin, Scharfenstein. 7 Tage. Da wird der ein oder andere Fight kommen. Aber die, das Geld würde natürlich übertrieben schmecken. Dann wären wir bei 7000. Goblin Raider. Ja, die kriegen wir hin. Die drei können ein bisschen nerven. Auch die Netze, die werden nerven. Bleib mal hinten. Die dürfen auf gar keinen Fall treffen. Gut, der kommt sogar nah. Den müssten wir... Wenn wir den jetzt wegkriegen... Natürlich sind die vor mir dran. Was ist das denn? Okay. Okay. Wenn die auf die gehen, ist mir das egal. Du kannst... Schön. Okay, das war krass. Aber Steven ist auch einfach ein krasser Dude. Wissen wir, ne? Hallo, Zeus. Wie geht's dir? Und daneben, sehr gut. Junge, Junge, Junge. Oh, Schildwall. Wie die mal abhauen, ne, die scheiß Kobolde. Wie sie mal abhauen. Hört doch auf abzuhauen, Mann! Was soll das denn bringen?
Ich muss mir Hunde holen, das ist ja übertrieben nervig. Dann haut doch ganz ab, also... Ja, jetzt auch. Zeus Level Up. Super, mir geht's auch sehr gut. Mir geht's auch sehr gut. Oh Gott, der schmeckt halt so übertrieben. Was habe ich denn gesagt, weil ich dir gebe? Battleforge oder Nimble? Ich meine 121, du wirst Nimble, ne? Ja, du wirst Nimble. Nimble mit Mace. Obwohl, du hast jetzt einen Cleaver, ne? Macht Bleeding. Bleeding ist auch cool. Du wirst immer treffen. Oder Axt. Round. Split Shield. Damages increased. Das müssen wir, genau. 100% Chance zu stunnen. Sondern das ist die beste Waffe in Game. Cleaver Zweihand. Ja, aber du wirst ja nimble. Hätte ich schon gern mit einem Schild. Vor allem habe ich dir schon Schild-Expert gegeben. Ich finde Cleaver cool mit Blutung. Und ich finde Mace geil mit... Und ich finde Mace geil mit dem Stunnen. Aber du wirst so viel Melee-Skill haben, ich werde den Cleaver geben. Und dann wirst du richtig reinbluten. Du wirst richtig reinbluten. Und dann habe ich noch die. Dann kann ich noch Cleaver auf zwei Hand machen. Da haben wir ein paar Möglichkeiten. Raider heißt gute Ausrüstung. Ja, auch da hinten stehen bleiben, ist assi. Ich kann den von hier aus abstechen mit Steven. Das ist der Plan. Und Raider, was machst du? Gar nichts. Was? Ach, ich drücke die ganze Zeit 2. Schön. Oh Mann, wieso stirbt er nicht? Schön. Du brauchst auf jeden Fall eine Shield Wall. Und sonst machst du gar nichts. Du hältst die 3 hier in Schach. Gleich Steven ran. Gut. Sehr gut. Das läuft gut. Was machst du? Gar nichts. Wieso macht der nie was, der Dumme?
Ich hatte safe gedacht, dass Steven sich dann holt. ...29% trifft. Das ist zum Kotzen, wirklich. Er ist schon fliegen, der haut gleich ab und stirbt dann. Den Helm will ich. Schön. Der Raider ist weg. Der hat auch geile Klamotten. Der ist einfach selber gestorben, der haut ab. Nee, 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 nee. Die holen wir uns. Leute, die holen wir uns. So einfach nicht. So nicht, der kann abhauen, das ist egal. Steven, holen dir. Holen dir. Ah, schade. Du holst ihn dir. Schön. Grimald und Belia Level Up. Grimald. Ja! Wir haben ihn. Perfekt. Das ist gut. Du wirst zwar nimble. 12, 8. Das ist sehr gut eigentlich. Plus 7. Perfekt. Du kriegst Brawny. Ich brauche richtig krasse Verteidigung, krasse Rüstung. Was ich hier habe, ist alles nicht so gut. Ich brauche viel besseres Zeug. Alter, einen Dreier, den nehme ich mit. Einen Dreier nehme ich mit. Weiter geht's. Vielleicht sollte ich mal speichern, ne? Weil waren jetzt schon zwei Kämpfe. Grimald, Zapfer, Slide Bones, okay. Signet Ring, ist gut Geld. Wie lang? Ach, Light Horns, easy. Die Mission, alter Schwede, das ist, glaube ich, so eine krasse Mission hatte ich noch nicht. Es ist noch krasser, wenn man sie auch noch schafft. Es müsste ja nur einmal irgendwie 15 Brigands kommen oder so, dann habe ich verkackt. Wenn irgendwie so über 10, da wird es schwierig. Also wenn es nicht nur Zack sind. Oder Undead, oder Necromancer, oder Hexe, Witch, Kack, das... Nur sowas, wenn sowas kommt, habe ich verkackt, dann muss ich abhauen. Ich muss sagen, bisher sieht es gut aus, jetzt wird es gleich nochmal ein bisschen kritisch. Obwohl, die eine Karawane ist vorgefahren, das ist gut. Also für solche Missionen dürfte es auch ruhig den Dreifach-Geschwindigkeits-Button geben. Weil 7 Tage unterwegs. 7 Brigands, okay. Die. Wow. Jetzt kommen wir hier nämlich in ein ganz böses Gebiet, in den ganzen Forest hier, Dusky Forest.
sag es euch. Hier ist gefährlich. Wir müssen da ganz hin. Hier oben müssen wir hin. Chase, that Mongrel, better put it down. Ey, wir brauchen einen Hund. Ein Hund ist gut. Hund. Hund ist gut. Wo ist der? Oh. Was? 7 Tage, hau rein. Ist komplett mehr gebraucht. Hier wäre ein Tempel. Kommen wir da hin, wenn wir dran vorbeifahren? Nee, kommen wir nicht. Schade. Aber wir haben es fast. Wir sind fast da. Ist nicht mehr lang. Ist nicht mehr weit. Selbst wenn jetzt nochmal ein Fight kommt, glaube ich aber nicht, Karawane ist vorgefahren. Das sieht gut aus. Da so viele Kronen. Allein der Weg dahin hat uns 700 gekostet. Ich hätte auf jeden Fall nochmal verhandeln sollen. Sieben schaffen wir. Sieben schaffen wir. Ja. Wieso durfte er sich eigentlich gar nicht bewegen, Zeus? Denn wir müssen jetzt hier direkt rein. Was ist das denn? Da wäre ich schon wieder sauer. Okay. Aber hier geht's nicht so gut. Ah, wir haben noch einen dagegen. Ah, schade. Gut. Die hatten so ein Glück mit den Rolls, das ist ja unglaublich. Hatten die ein Glück. Mann, hatten die ein Glück, ey. Was sie da alles getroffen haben. Das wäre unglaublich. Wir brauchen bei Steven auf jeden Fall noch Wait. Gut. Schön. Wenn den Steven sich holt, wäre super. Warten. Ach, nee. So. Ich kill den, dann laufe ich dahin mit dem. Und mach die beide fest.
Du machst Repost? Okay. Schön. Also ich muss sagen, Sebe ist sehr, sehr gut. Der killt viel, der trifft immer. Der Noti Steven. Ach, schön. Das war der falsche Knopf. Schön. Puncher? Und deinem großen Hammer? Du hast einen Speer. Steven Level Up, der hat auch so, guckt euch mal an, wie viel Schaden Steven macht. Steven macht 680 und Sebe 170 und hat auch 2 gekillt. Steven macht, oh, wir haben ein Schild. Oh ja, alles gut. Steven ist so krass, alter Schwede, ist der gut. Und sogar ohne Skoppel. Aus ganz dringend Killing Frenzy. Einer tut weh. Und 4, das ist gut. Ein Nimble ist sehr schwierig, ne, weil ich nicht genau weiß, welche Klamotten man da braucht. 180, du kriegst den auf jeden Fall hier. Und du kriegst auch noch besseres Zeug. Läufst du mit Lumpen rum? Und das Ding ist ja auch, das ist ja eine Zumutung. Hier, nimm mal einen Speer. Ach so, eine Pike von hinten. Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Oh, guck mal hier, ich habe jetzt Wurfdinger. Das hat mir ja gesagt, wollen wir den geben, ne? Noch mehr Wurfdinger? Nee. Kann ich auch nicht splitten, ne? Okay, machen wir so. Komm, jetzt ab nach Hause und 4K einsacken. Jetzt darf da nichts mehr kommen. Longo Sebos. Das haben wir. 3600. Müll? Alter, 13 ist ja an. Ich brauche Essen. Reinbruch. Hals und Reinbruch. Das war eine krasse
Wir müssen, am besten müssen wir wieder nach Sing, Sing Hong Bong. 4K. Ich glaube, ich habe nicht mehr verhandelt. Hätte ich verhandelt, vielleicht über 4000. Plus Advanced, nochmal über 1000. Das war die krasseste Mission, die ich bisher hatte. Und das bei Tag 45. Ich würde die fighten. Das ist gute Erfahrung. 10, 11 Stück, wenn das nur Level 1er oder 2er sind. Da sehe ich mich. 1, 1, 1. Da kann Steven richtig... Ah, das sind 2er. Bam. Du gehst dahin. Zack. Zack. Ah, schade. Zack. 2 Zweier sind dabei. Ja, in der Regel ist das so, die treffen halt nichts. Was die treffen, ist bodenlos, ne? Die haben Prozente immer unter 50% und die treffen so viel. Alter, das kann... Also, das war gerade richtig frech. Der hat 2x 23 getroffen. 2x 23%. Alter! Das war komplett komischer Fight. Wie viel ich da gerade nicht getroffen habe und der hat einer 23% zweimal getroffen. Hintereinander. Das ist ja schlimmer als bei Pokémon. Aber komplett vergessen, worauf mache ich denn dich, ja? Battleforge? Battleforge? Ich glaube, ich gebe... Aber Sebe ist eigentlich zu gut, und da ich dem so einen Scheiß gebe. 3.
Der ist immer noch kaputt. Skoppel, raff dich doch mal. Aber gute Erfahrung kriegen wir. 6000, da kann man auch nochmal hier ein bisschen stöbern. Du bist es nicht. Was gibt's hier? Ja, machen wir. Abfahrt. Kaufen, verkaufen, 16. Das geht besser, Leute. Das geht besser. Ich verkaufe noch ein bisschen Sprott. Ich sag's euch, das geht besser. Übrigens auch über Night aus dem Hagermoos. Okay. Hatten die einen Tempel? Nein, haben gar nichts. Ein Raider, ein Poacher und Samthax, das ist ja. Das ist ja geschenkt. Bei dem Patch. Hast du gesehen? Ja, also ich habe nur gesehen, dass die. NPCs entfernen wollen. Also sie wollen ein bisschen Content quasi rausnehmen. Meinst du das oder was meinst du? Und Pokémon. Ja, dass man weniger Pokémon auf einmal sieht. Siehst du auf der ganzen Landschaft so ein Pikachu. Das ist es. Das ist bodenlos. 27%! Und ich treffe 70er nicht. Da werde ich wild. So schon kommen Pokémon auf der Map, ja. Was soll ich dir sagen? Was soll ich euch sagen, Leute? Der kriegt gleich wieder Schild und was Kleines. Also der trifft ja nix. Mein Schild ist weg. Zeus und Belia Level Up, das schmeckt. Da kann ich jetzt nicht was hören, was in der Montag der Pokémon-Play sein. Weiß ich nicht, kann sein. Wen haben wir jetzt hier bekommen? Hey du, ciao. Ciao, 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 my friend. Belia! Ich vergesse immer, was ich aus euch machen möchte. Du kriegst auf jeden Fall erstmal wieder ein Schild. Swordmaster hast du schon, dann kriegst du auch. Warum mach ich nicht Battleforge oder Nimble? Mach dich Nimble. Ich mach dich zu einem Nimble.
so wie du auch. Oh, drei, der schmeckt immer so gut hier. Der schmeckt immer so gut. Ich muss ihm gleich mal ein bisschen Moral geben. Na, fast kann ich zum Nimble. Kolossus. Das, was die werden sollen in den Titel bei dem ihren Namen, ja, mag ich nicht so. Mag ich nicht so. Nee, bei 15 verkaufe ich nicht. Nein, das wird zu wenig. Ich krieg in Sing Mong oder so, wie das heißt, kriege ich wahrscheinlich 23 oder so. Da werden wir jetzt auch wieder hingehen zu Sing Mong. Das machen wir. Wir sind so krass aktuell. Wir können fast alles eigentlich besiegen. Speichern. Wie sieht's aus mit Skoppel? Skoppel, Mann! Hallo? Wollen wir stehen? Sechs Stück? Dafür ein Taui? Ah, das ist ein krasser. Ein krasser ist dabei. Sebe muss einiges aushalten jetzt. Den muss Sebe hier aufhalten. Das kann ich schon wieder nicht verstehen. 39 und 39. Beide getroffen. Aha, er hat mal getroffen. Er hat ausnahmsweise mal getroffen. Ist ja unglaublich. Dass der hier steht, ist halt... Ah gut, wenn alle drei auf ihn gehen. Komm, bitte. 56%. 50-50.
Jetzt sind wir noch Beifahrer. Was treffen die denn 36% die ganze Zeit? Und ich... Ach, das ist da zum Kotzen, wirklich. Nee. Nee. Das ist doch Verarsche. So, gut. Jetzt mal ein bisschen ausweichen, Leute. Jetzt kann nicht sein, dass sie die 30er% die ganze Zeit treffen. 27 teilweise. Also. Schön. Ja, 90% nicht getroffen. Das war schwerer, als es hätte sein müssen. Aber 1200 Kronen dafür, das schmeckt. 16. Nee, wir gehen nach Sing Mong und verkaufen da in der nächsten Folge. Das war's für die Folge. Wenn euch das gefallen hat, gerne ein Like auf dem Video lassen und für die nächste Folge ein Follow da lassen. Nächste Folge auf jeden Fall runter nach Sing Mong gehen. Sing Hoben. Sag mal Sing Mong. Sing Hoben. Speichern, hier machen wir nächstes Mal weiter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.